diesem Jahr begleite ich Klaus auf der Jagd und wir fahren bei Regen mit Jacek zum Abendansitz. Jacek zieht es zu der großen Wiese, auf der das Rotwild gerne früh austritt. Nun macht aber der Regen nicht so große Hoffnung auf Anblick, aber bekanntlich kommt das Rotwild ja nicht zu uns ins warme Wohnzimmer. Auf dem frisch gehakten Pirschweg geht es dann zum Hochsitz. Die Aussicht ist trübe. Kein Hirsch meldet. Wir verharren ein wenig missmutig, da der Regen noch stärker wird. Aber dann überrascht uns geradezu ein Hirsch. Keiner hat ihn anwechseln sehen und wir vermuten, dass er in einer der vielen Schilfflächen auf der Wiese seinen Einstand hatte. Die Pilze wachsen zurzeit wie verrückt, sodass gerade am Sonntag die Wälder stark beunruhigt werden. So zieht sich das Rotwild in dieser Zeit gerne in die Moor- oder Schilfflächen zurück. Der mittelalte Kronhirsch zieht dann aber auch zielstrebig zu Holze. Weidmannsheil und Grüße aus Pommern. Das Videotagebuch geht wieder los. Mit täglichen Informationen aus den Revieren montags bis freitags. Gegen 11 ist immer wieder ein Film freigeschaltet. Und Sie bekommen Infos aus den Revieren, Sie bekommen Jagdszenen, Sie bekommen vielleicht eine Erlegungsszene oder auch eine Streckenszene. Ja, von gestern Abend, das haben Sie gesehen. Das war der eine Hirsch, den wir einen Anblick hatten. Aber bei diesen miesen Wetterbedingungen, Regen und heute Morgen war es auch kalt. Ich glaube, immer noch zwei Jacken an. Es ist unangenehm, doch schon mal ein toller Anfang, denn wir hatten bald mal Zeit. Ein Hirsch liegt auf der Strecke. Ja, ein wirklich braver 2B-Hirsch, Thomas, kräftiges Weidmannsheil. Heute haben wir uns natürlich gebührend Zeit genommen, ihn auch zur Strecke zu legen, um der Tradition zu wahren. Und ein Mitjäger war auch so freundlich, ihn, wie Sie ja auch schon filmanfangs gehört haben, ihn zu verblasen. Das ist der erste Hirsch von dieser Gruppe, meine Jäger schießen. Und ich sage, das Bohr. Ja, das ist ein klasse Anfang. In der Oberförsterei Polanow liegen schon zwei Hirsche auf der Strecke. Wenn Sie die sehen wollen, ganz einfach, gehen Sie mal bei uns Jagdbüro Kahle Facebook. Bei Facebook kommen diese Bilder sofort hoch. Also da können Sie sich noch schneller über Trophäen und über Jagderfolg informieren. Das läuft parallel Videotagebuch und Facebook. Dann haben wir das Gewinnspiel. Laden Sie sich bitte die Teilnahmebedingungen runter, denn Sie müssen Flaschen zählen. Also diese eine Flasche hier. Die können Sie jetzt notieren. Ab sofort ist es nicht mehr so einfach. Dann werden Sie irgendwo versteckt im Film sein und Sie müssen aufpassen, dass Sie die erwischen und sich die Notiz machen. Und am Ende wird dann eine Reise verlost. Also viele Gründe, immer dabei zu sein. Das ist jetzt der Anfang. Morgen bin ich wieder bei Ihnen. Sie hoffentlich auch. Und wenn Sie Abonnent sind, dann bekommen Sie kostenlos sofort eine Information, wenn der Film hochgeladen ist. Also, Weidmannsheil, bis morgen. Schalten Sie wieder ein.